Vor deutschen Institutionen muss man immer Angst haben. Ohne Grund hat das Jugendamt ja nicht die Berechtigung, jemandem das Kind wegzunehmen. Halte ich eigentlich für Unsinn, ehrlich gesagt. Also da muss schon sehr, sehr viel passieren. Also normalerweise wird ja da eine Art Betreuungshilfe angeboten im Vorfeld. Persönlich, vor Jahren hatte ich kurzen Kontakt mit dem Jugendamt im Rahmen einer Scheidung. Wenn die mit ihren Kindern nicht gut umgehen, aber das ist auch bei deutschen Familien so, dann muss das ein Jugendamt natürlich eingreifen, dann ist es auch vernünftig. Konvertierung ist gut, oder? Ist grundsätzlich gut, gleichwohl, ich weiß, dass es Menschen sind, die auch Fehler machen. Diese Jugendämter, die sind oft formalistisch. Eine Familie ist eine Familie und das ist dann egal, ob es ja, polnisch ist oder deutsch. Den Kindern soll geholfen werden und nicht der Nationalität.